Yo Leute, was geht? Zu einem weiteren Video von mir. Und ja Leute, heute gibt es mal wieder neue Update-Informationen für unser neues bevorstehendes Update. Nämlich dieses Stunt-Update wird noch einen zweiten Part haben. Und in diesem zweiten Teil werden uns wieder 5 neue Fahrzeuge erwarten und der Rockstar-Editor, wo man die Rennen erstellen wird. Was richtig geil ist, Leute, ist, es wird uns ein MTL Dun oder Dune Rally Truck erwarten. Hier seht ihr ihn mal. Richtig gut gezeigt. Ja, und ich muss sagen, sieht echt nice aus. Den könnt ihr in 2 Varianten kaufen. Einmal so, wie ihr ihn jetzt seht, und einmal so mit Werbung. Den könnt ihr nur von Pegasus bestellen. Das steht schon mal fest. Dann könnt ihr das Motorrad Cliffhanger kaufen. Das seht ihr jetzt hier, ist auch sehr geil, also vom Aussehen muss ich sagen, Leute, gefällt mir wirklich sehr gut. Besser geht's eigentlich gar nicht, also wirklich ein Lob an Rockstar, also ist wirklich cool geworden. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug wird nämlich der Vapid, oder was ist das, der Vapid Contender sein. Der Vapid Contender wird wieder ein, RAM-Fahrzeug sein, ist ein bisschen so ähnlich wie dieses eine Fahrzeug, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, was es in GTA gibt. Dann kommen wir zum Ocelot Linux oder so, also LYNX Linux oder so wird er irgendwie heißen. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus in der Rallye-Variante. Dann haben wir noch den Drift Tamper, der auch geil ist, den ihr gleich sehen werdet. Drift Tamper ist dieses Fahrzeug. Den Tamper haben wir schon im Spiel. Diesen Tamper hier könnt ihr allerdings noch geiler modifizieren und ziemlich tief legen, wie ihr seht. Ja, Leute, das waren die neuen Fahrzeuge. Es wird natürlich der Rockstar Editor kommen am 2. August. Und ja, Leute, am 2. August gibt es auch noch diesen Editor dazu, wo ihr diese Rennen erstellen könnt, die Stuntrennen. Es wird noch neue Stuntrennen von Rockstar geben. Und ja, Leute, ihr seht vielleicht diesen Videoclip im Hintergrund. Ich hatte momentan nichts anderes und dachte mir, ich mache mal ein bisschen Werbung für meinen GTA 5 Film The Truck Robbery, der jetzt schon länger draußen ist. Und ja, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr The Truck Robbery ganz sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei The Truck Robbery. Ich tue den Link in die Beschreibung. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Film. In dem Film handelt es nämlich um einen Banktransporter, der überfallen wird. So, Leute, mehr möchte ich jetzt ja auch nicht schwatzen. Ich hoffe, ihr freut euch auf das neue Update. Und ja, Leute, haut rein. Bis dann.